Und da sind wir auch schon wieder. Es geht weiter, liebe Zuschauer. Ismo und Wocke bauen weiter ihren Lowrider. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, es geht darum, dass wir den in Lowrider, der noch übrig gewesen ist, wir haben ja in der vorletzten Folge... Plonk. Wir haben in der vorletzten Folge einen Monster-Truck-Versuch gestartet. In der letzten Folge haben wir angefangen, den Lowrider zu bauen, da dieser technisch anspruchsvoller ist als ein Monster-Truck. Und wir uns überlegt haben, wenn wir sowas jetzt machen, dann soll das auch hübsch aussehen. Deswegen haben wir gesagt, wir splitten das in zwei Folgen. Und das tun wir jetzt in diesem Falle. Das ist Folge 2. Also, am besten nochmal reingucken in die andere Folge und natürlich auch in alle anderen Folgen. Wir haben großartige Dinge gemacht. Wäre cool, wenn ihr euch die angucken würdet. Dann wisst ihr nämlich auch Bescheid. Also, genau, erstmal noch ein Hallo hinten dran. Was eigentlich davor gehört. Hallo. Das musst du rausschneiden, Wocke, und dann davor setzen. Nein, hier wird nichts geschnitten. Hier ist alles live und in Farbe. Und bunt. Und bunt. Wo ist jetzt der Knopf? Welcher Knopf? Achso. Ist das der richtige Knopf? Der knichtige Rupf. Haha! Das ist doch dufte. Button. Das willst du sehen. So, so. Ja, Mann, ist das geil oder was? Das ist mal mega geil, du. Ist das so? Das ist mal... Ach, mein Auto ist einfach zu groß, Wocke. Ich komme nie mehr aufs Dach. Lol. Oder die Garage ist zu klein. Oder dies. Nein, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Och, Mann, das Leben ist so anstrengend und so unfair. Ja... Sagte nur, ja. Pff. Manchmal. Ja. So, zack. Wie mache ich das jetzt, ohne wieder alles zusammenzubauen? Das wollen wir ja nicht. Das wird ja schon wieder zu viel des Guten, was ich hier mache. Was könnte... Schön. Auch schön. War sehr schön. Ah, Wolli! Ich bin so ein bisschen hier gerade, ich stehe am Schlauch. Und ich tatsächlich mal ausnahmsweise mal nicht. Normalerweise bin ich ja immer derjenige, der sich dann auf gut Glück und ganz schnell noch irgendwie irgendwas zusammenschustern muss, weil er das nicht geschissen kriegt. Bitte was? Ja. Wo wir wieder bei Scheiß die Wand an sind. Scheiß die Wand an. Und jetzt habe ich wieder das Bild im Kopf. So, so. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also Lowrider ist mal gerade mal überhaupt nicht mein Ding hier. So. Schau, einer guckt, dann kann das ja noch weg. Äpsch. Ich dachte, es geht. Es geht! Woo! Dahin.
Und dann kann er es da runter. So. Zack. Auch der letzte Schalter sein, den ich anmontiere. Genau. Dann muss das dahin. Das Boah, ist das ein Chaos dahin. Mittlerweile hier bei mir. Ich sehe hier mittlerweile nichts. Welchen Schalter? Welchen Schalter nehme ich denn jetzt? Der ist der richtige. So. Ich hoffe einfach mal, du bist es. Ich bin gar nichts. Nein, du noch nicht. Ach so. Nein. Nein! Ah, verdammt, er ist es nicht gewesen. Was baust du denn da für eine Höllenmaschine? Das wirst du sehen. Ich sehe den Schalter nicht. In deine Ecke. Du musst. Warum steht das Auto überhaupt schief? Gut. Lol. Was denn? Ich habe schon wieder alles schief gebaut hier. Was? Ah! Schweinekuck. War das bei mir oder bei dir? Das war bei mir. Ich habe schon wieder alles schief gebaut. So. Das ist natürlich schade. Ja, Mann. Diesmal versuche ich wirklich mit dem Fahrgewicht zu experimentieren, ne? Ja? Ja. So. Verdammt, das. Also mit dem Fahrgewicht experimentieren heißt, ich gucke, dass ich diesmal ein gutes Verhältnis von Fahrzeuggewicht zu Federungsausstattung hinbekomme. Mit dem Hintergrund, dass es immer noch leicht ist, um sich schnell auf und ab zu bewegen als Lowrider. Aber eben so schwer, dass es sich gut fahren lässt. Da habe ich wieder jetzt völlig versagt. Warum? Das wirst du sehen. Hast du gar keine Federn? Doch. Aber sie sind schon komplett eingefedert. Zur Hälfte. Okay. Vollidiot. Bitte was? Nein! Kann man nur so selten dämlich sein? Also, ich würde sagen, mir persönlich tut es ja
vollends leid, dass ich hier gerade so wenig quatsche. Ja, also ich muss auch sagen, es ist schade, also es tut mir leid, ja. Ja, ich bin hier gerade echt wahnsinnig. Es funktioniert nicht. Und es ist wirklich herausfordernd. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist spannend, aber herausfordernd zugleich. Das ist ja das Interessante daran. Ja. Nein. Also, doch. Ja, so. Nochmal. Sogar ein bisschen hüpfen. Echt? Ja. Ja, ein bisschen hüpfen geht. Cool. Ups. Mal gucken, ob das funktioniert. Gespannt. Komm nur mit Mühe und Not an den Schalter ran, den ich betätigen möchte. Jawoll, ist das geil, oder was? Woo! Also ich verzeichne hier tatsächlich ein Glück nach dem anderen. Ist das so? Ein Glückserlebnis, geh wieder zu. Ja, jetzt komme ich ja nicht ran. Doch. Er ist immer noch dann. Komm her, ein Schalter. Bitte? Doch jetzt. Ja, Mann, das ist ja mal geil, du. Oha. So, meine Federn sind zu... Viertel eingesunken. Oh. Vorne, hinten nicht. Hinten sind sie normal. Okay. Da muss ich mir... Was? Ja. Hinten muss ich mir dann noch was überlegen damit. Okay. Das geht nicht. Das geht so nicht. Ich muss ja persönlich immer noch sagen, es ist schade, dass es bislang noch keine Fenster gibt. Also so richtig Fenster. Keine so eine Glasfenster. Ja. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Aber ich bin schon mal mit dem Aussehen. Ja, ich bin zufrieden. Ist das so? Ja. Okay. Nein. Oh, nee, Mann, ne? Hm? Geht das hier wieder nicht? Okay. Was denn? Ich muss das so lassen. Was müssen wir lassen? Ich muss das so lassen. Dann lass das doch so. Ja, muss ich ja jetzt auch. Frage ist, was? So ein bisschen hässlich. So ein bisschen, weil sonst funktioniert das nicht, was ich machen möchte. So.
Ich muss sagen, ich bin wenigstens endlich mit den Funktionen fertig. Okay. Los, nee, das sieht scheiße aus. Das Komische ist, bei mir wackelt alles gefährlich. Bei dir wackelt alles? Mir wackelt alles komischerweise. Okay. Wie es wackelt? Naja, immer wenn ich einen Block hinzufüge und einen Block entferne, wackeln alle Verbindungen, die ich habe. Aha. Kann dir nicht sagen, warum. Wie die wackeln. Ja, wie soll ich das erklären? Ja, wackeln halt nun mal. Das heißt, immer da, wo die Verbindungen sind, also du weißt ja, wenn du Mechaniken drin hast und die, mein Gott, und mein Gott, ja, ich will was dahinter, das ist doch hier, ich will was dran bauen und dann fliegt mir mein Auto durch die Garage. Was? Ja, solche Sachen habe ich hier. Komische Dinge, die da passieren. Ja. Paranormal Activity. Ein Fall für die X-Akte. So. Und die jazzy Musik im Hintergrund. Alter! Hör auf! Nein! Ich hoffe, mein Auto kann gleich noch fahren. Gibt es auch Lowrider, die vorne zwei Achsen haben? Zwei Stoßdämpfer? Ich könnte einen zweiten gebrauchen auf jeder Seite. Es würde mich nicht wundern, sagen wir so. Meinst du, das kann man machen, ja? Ich sag jetzt mal ja. Vorne zwei Achsen? Bist du da sicher? Bist du was? Bist du bescheuert hier? Ich brauche einen zweiten Stoßdämpfer halt nun mal. Was passiert jetzt? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Was passiert hier? Warum? Wieso? Was? Was ist los? Hallo? Rocker macht mich nicht traurig. WTF? Alter! Was denn? Warum tut es das? Ja, wieso denn nicht? Ganz einfache Erklärung. What the fuck? So. Alter. Mach mich nicht fertig hier. Das Gute ist. Ja. Ich habe die Türen unterschiedlich groß gebaut. Okay. Das heißt? Eine Tür ist länger als die andere. Was ist daran so wichtig? Scheiße aus, ne? Ja, also ich meine, warum ist das wichtig? Nee, schon gut. Es ist so, als ob du bei einem Smart links die gesamte Tür aufmachen kannst und rechts drei Viertel. Okay. So musst du dir das vorstellen. Hat das einen tieferen Sinn? Nein. Es war einfach nur wieder Dummheit. Wieso Dummheit? Ja, will ich's. Egal. Warte mal, meine Karre wird zu schwer. Meine ist jetzt schon zu schwer. Verdammt. Ich muss hinten noch ein bisschen Gewicht reinmachen. Überleg mir gerade auch, ob ich den Kofferraum aus Metall bauen möchte. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal alles verbinden hier. Meine Federn sind schon wieder komplett eingefedert. Ja, das geht mir fast genauso. Ich muss, es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss Holz nehmen. Ach, du hast von vornherein kein Holz genommen, oder wie? Korrekt.
Ach so. Ja, weil das... ich wollte doch fahrdynamisch diesmal punkten. Ach so. Diesmal habe ich aber alles aus Holz genommen. Ehrlich? Gemacht. Ja. Ich wollte, also mit meiner Idee im Kopf wusste ich von vornherein, dass das nichts wird, wenn ich Metall nehme. Klappt trotzdem nicht bei mir. So, kann ich richtig drum lenken? Ey, es ist mal nicht sofort geil. Nein. Ja, Mann, das ist doch mal gut. Ach komm, dann ist es jetzt auch egal. Blöd, dann ist es jetzt auch egal. Ja, dann ist es jetzt auch egal. Dann machen wir das so. Ja. Dann ist es jetzt auch egal. So, zack. Ich freue mich schon, wenn du in mein Auto steigst. Wieso sollte ich in dein Auto steigen? Weiß es nicht. Bin ich lebensmüde? Ja, vielleicht. Was habe ich jetzt gemacht? Nein, ich habe... Okay, scheiße. Jetzt so nix. Hallo? Hallo? Wieso passiert da nix? Was soll denn passieren? Na, irgendwas muss aufgehen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas muss aufgehen. Kann man die Taste 0 nicht drücken? Ich habe die Taste 0 belegt. So ist es. Sieht so scheiße aus. Meine Karre sieht so scheiße aus. Warte mal, irgendwas stimmt hier doch schon wieder nicht. Wieso geht... Ja, das ist wirklich das erste Mal, dass ich so ein bisschen am Schlauch stehe, was Design angeht. Also das mit diesem Lowrider hier ist rein konzeptmäßig nicht mal... So geht das nicht! Mach die erstmal. Wir sind übrigens schon wieder bei fast ein, schon da, noch schon wieder eine halbe Stunde weg, ne? Echt? Ja. Nein, ich will nicht einsteigen. Das ist gerade ganz schlimm. Ja, das ist furchtbar. Wir verplempern hier Zeit. Nein, ich will nicht einsteigen. Das wird ja fast so eine Odyssee wie mit unseren Aufzügen. Wie funktioniert das denn nicht? So. Das Problem ist, ich habe mittlerweile so viele Verbindungen, dass ich nicht sehe, wozu der gehört. Alter, ist das ein Wirrwarr, ey. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Die Frage ist, was tust du denn auch da um alles in der Welt? Siehst du die Verbindung bei mir? Ja, aber für was? Ja, für allen möglichen Schnickschnack. Ja, was denn zum Beispiel? Ja, alles. Ich will jetzt erstmal wissen, wo das hier hinführt. Die 8, die führt nach dahin. Wo führst du hin? Du führst nach... Du bist doch mein Dach. Warum funktionierst du nicht? Warum Du bist mein Dach. Habe ich es falsch gemacht? Oder habe ich... Ich glaube, ich weiß, was das... Hallo, ich will hier hoch. Huch. Wofür ist die, wofür die... Ah. Was? Ah, Dammt. Wirklich, ich müsste... Was nun? Ich glaube, ich müsste mindestens die Hälfte neu verbinden. Ach du Scheiße.
jeden Fall brauche ich hinten noch ein bisschen Gewicht. Auch scheiße. Ah. Kein Bock, alles neu zu fett. Ja. Eine andere Wahl, als alles neu zu verbinden. Ja gut, neu verbinden ist besser als neu bauen, ne? Ja, das ist richtig. Ich die Verbindung wieder lose hier. Hallo! Wieso geht das denn nicht, Hocke? Was weiß ich nicht. Da kommt ein Scheiß auf den... Kann es sein, dass man die Verbindung zwischen dem Schalter und dem Fahrstuhl nicht wieder end? Doch, doch, du musst einfach nur wieder bis dahin. Ne? Nee, also, das geht ja eben nicht. Wie, das geht nicht? Nee! Wie, nee? Nee! Mein Fahrzeug hängt schon wieder schief, warum ist das so? Nein! Aha, okay. Ja. So, ich mache jetzt erstmal alle Motoren aus. Das ist schief. Ist auf der einen Seite schwerer als auf der anderen? Wie kann das sein? Das ist doch symmetrisch. Hm. Ach so, nee, warte mal. Hier ist es anders. Genau. Das war asymmetrisch. Jawohl. Oh, oh. Klunk. So. Mein Auto sieht aus wie eine Tiefkühltruhe. Mal im Ernst. Selten so ein hässliches Kackfass gebaut. So. Aber nichtsdestotrotz. Ich will ja nicht unhöflich sein, Locke. Aber... Wie lange bauen wir schon? Ja, das sind jetzt 35 Minuten. Wir beenden auch diese Folge. Und ich gehe mal davon aus, dass wir es schaffen, in der nächsten Folge an den Start zu fahren und zumindest die Prototypen laufen zu lassen. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt, Ismo und Wocke bauen ein Lowrider bei Scrap Mechanic. Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.